ich wieder nicht richtig hier. Ist denn mal los hier? So, so. So. Jetzt zischt das hier auf mal. Ach so. Luftpistole. Lieber Zahnarzt. Es brennt schon wieder der Baum. Bin in der Firma. A45, dicht in beiden Richtungen, somit auch die B3 in Butzbach. Butzbach. Dicht. Och, und überall. Ist die Autobahn gesperrt hier? Nein. Ja, auf alle Fälle soll auch in Frankfurt die Hölle los. Komm, mach doch mal schneller. Mainz, Frankfurt. Auf der A3 soll auch noch Alarm sein. 20 Kilometer soll noch irgendwo sein. Na egal, ihr seht das, ist schon wieder freitags. Ist schon wieder hier dick Bambule. Für mich geht's aufgetauschen, Sperrstangen umherbuxieren und dann geht's nach Weiterstadt. Jawohl. Da abladen und dann nach Biebesheim laden und ab nach Hause. Wochenende. Auto waschen. Livestream. Lecker essen. Mit der Frau schmusen. Geil. Mhm. Und vielleicht noch mehr. Grüß dich. 8 Minuten 40 Stau auf meiner Route. Wenn die kleinen Mädchen schlafen, du schlaf auch du. Warum geht's nicht weiter? Ich will nur noch weiter statt. Legen wir mal die Verstellbremse ein. Ja. Ja. Ja, yeah, ja. Yeah. Hallo, einmal weiter statt. Dicker 1688. Schönes Wochenende, wenn es soweit ist. Tonnen geladen, da ist er aber am Arbeiten. So, apropos Arbeiten, mal die Hose aufmachen. Sonst kriegt er Platzangst. So, wollen wir uns mal ins Gewühle stürzen. In Butzbach. Oh. Stau, Traffic, I come. Oder so. Alter, mein Navi will mich über die A45 schicken, wo ich dachte, what the fuck, kann nach oben sehen auf der Brücke bei Langgöns, läuft der Verkehr. Hier unten auf der B3, da steht's. Und das wird so bis Butzbach gehen und durch Butzbach gehen und hin und her und überhaupt. Gucken wir mal auf der Brücke hier. Ja. Ja. Und Navi sagt mir über die A45 8 Minuten Verzögerung. Dann, wieso biegst du jetzt nicht vor mir ab? Das weißt du auch selber nicht, ne? Egal. Ja, dann fahre ich jetzt mal. Oh, scheiße. Er staut sich ja vor der Baustelle wahrscheinlich auf der A45. Ach, je, je. Ja, also durch Butzbach. Nee, da würde ich ja. Ach du Literpott. Also da stehst du hier auf alle Fälle länger, wie als wenn du über die Autobahn fährst. Alter, hört gar nicht auf. Mir hat mal ein Kipperfahrer von Borg
hat mir mal einen anderen Weg gesagt, dass man hier über die Dörfer fährt und dass ich dann unten am Gambacher Kreuz rauskomme. Aber er sagt, es soll wohl sehr eng sein. Und ich habe den Weg auch schon wieder vergessen. Das war schon vor ein paar Tagen. Also von daher keine Experimente. Das hört genau Baustellen, Autobahnende, fängt der Stau an hier. Ja. Ja, nee. Sorry, dann fahre ich jetzt hier in den Stau rein. Bei Butzbach hast du 1, 2, 3, 4 Ampeln. Und wenn du Pech hast, hast du alle rot und deswegen staut sich das so weit zurück. Deswegen habe ich gewundert, wo ich auf dem Hinweg zur Firma war, warum so viele in Gießen runtergefahren sind. Weil die fahren dann, also ich könnte jetzt auch nach Gießen fahren, das ist glaube ich Licher Straße, da runter und dann auf Fernwald auf die A5. Da fahren aber auch schon viele lang. Also, und wie gesagt, Name sagt mir hier 8 Minuten, es wird zwar ein bisschen länger sein. Puh, aber ja. Ja, da oben rollt's. Also kann ich jetzt nicht zeigen, weil ihr seht es eh nicht. Aber hier oben berghoch fängt es an zu rollen. Das ist also wahrscheinlich nur hier unten. Auf A45, wo es sich staut. Da mogeln wir uns rein. Da cremen wir uns mal ganz kurz mit Vaseline unseren Alabasterkörper ein. Hallo, Kollege. Und dann schlängeln wir uns da durch und dann fahren wir auf die A5 unten. Dann hoffentlich haben wir den letzten Stau gehabt bis Weilerstadt. Ja. Da oben an den weißen Scania-Kollegen könnt ihr sehen, dass es da, naja, zähfließend bis stockend ist. Aber ist auch halt nur, weil wir uns hier alle einfädeln müssen. Ja. Das machen wir. Und nämlich ungefähr so 500 Meter weiter vorne auf der Erlborn, da läuft es dann schon wieder. Zwar auch nicht schnell oder so, aber lässt du mich rein? Jo, das ist sehr gut. Da bedanken wir uns doch. Genau. Jetzt müssen wir hier noch eine Lücke finden. Am besten nach dem blauen Kollegen hier. Auch das klappt wunderbar. Weil der andere Kollege dahinter, der ist auch blau, also der LKW. So, jetzt sind wir auf der A5. Wieso habe ich denn manuell an? Hey, das für ein Trick. Naja, so, jetzt gehen wir mit 30, 35 rollen wir dahin. Auf alle Fälle schneller wie durch Butzbach. Das sage ich euch. Erfahrungswerte. 15 Jahre bei Borg und 15 Jahre lang durch Butzbach. Da war auch schon ein oder andere Stau dabei. Freunde, ich habe es gerade auf Twitch. Quatsch, auf Twitch. Auf Instagram. Also folgt mir bei Instagram in der Story. Also fast live gezeigt. Drüben auf der A45 hat es geknallt. Auffahrunfall. Nichts Wildes. Da stand noch ein roter BMW und dahinter ein Streifenwagen. Und ich habe in der Story gesagt, pass mal auf, Freunde, wenn wir an dem blinkenden blauen Auto vorbei sind, an dem weiß-blauen Auto, an dem silberblauen, ich scheißegal, vorbei sind, was passiert dann? Richtig. Es wird wieder Gas gegeben. Und schwupps, fahre ich wieder hier mit 89 auf der Autobahn. Und das nur wegen dem, weil unsere Spur, die nicht betroffen ist, weil sie glotzen und gaffen müssen, ist komplett Butzbach, alles dicht und die Autobahn ist hier auch. Ei. Ja, das ist halt, ach du je, oh je, selbst von der A, ach jui. Ja, dann haben wir nochmal Glück gehabt, dass das nicht auf unserer Seite war. Die haben ja nur einspurig an der Baustelle und wir hatten den Stau wegen Gaffen. Rückweg, wie ihr sehen könnt, alles frei. Ich bin auf der A45, wo vorhin hier der Stau war, mit dem Unfall auf der Brücke. Und jetzt ist zum Glück wieder alles sauber. 1944 übrigens. Ja,
Ankunft laut Navi. Ja, gut, er will mich hier über die A5 und die A7 jagen. Da ist aber Stau. Ich fahre sowieso nicht lang, weil wenn ich vor 22 Uhr die B3 fahren kann, dann fahre ich die B3. Ihr wisst das. Berge hoch, Berg runter, Berg hoch, Berg runter. Scheiß fahren, überall Überholverbot. Da fahre ich lieber schön entspannt die B3. Oh, oh, da hinten sehe ich blaue Lichter, ganz da hinten. Auf der, oh nee. Bin auf der B3. Bad Zesten. Da vorne ist mächtig viel Blaulicht und Gelblicht. Ich habe sowieso Stau. Irgendwo kurz vor Göttingen, 3 Minuten, auch Verkehrsunfall. Es ist immer wieder freitags. Ja, da passieren die Dinge, die nicht passieren sollen. Verdammt. Ach, was ist denn hier los? Das ist THW. Das sind blaue LKWs. Nicht nur das Licht, was blau ist, blinkt. Ich meine, Blaulicht blinkt, blau blinkt, Blaulicht blinkt. Aha. What the fuck ist denn hier los? Also wenn ihr mich fragt, sieht das nach einer Übung aus? Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle kommt immer Gegenverkehr. Warum Übung? Weil ich keine irgendwie verunfallten Autos sehe. Oh, wir können. Bist du verrückt? Vor allem 3 Krankenwagen. Warum so viel THW? Oh ja, doch. Jetzt. Ja, jetzt gerumst. Aber warum dann THW? Vielleicht haben die hier eine Wache oder sowas, keine Ahnung. Also 2 Autos, Kreuzungsunfall und dann so ein, oder war es doch eine gestellte Übung? Aber warum dann THW? Wenn ihr das wisst, warum bei einem normalen Verkehrsunfall das THW vor Ort ist mit gefühlt 6-7 Autos, LKWs, dann 2 Krankenwagen, ein Feuerwehr, Polizei. Schreibt es in die Kommentare. Habe ich so noch nicht gelesen. Erlebt. Sei denn bei einer Übung oder sowas.